Manchmal habe ich Jeans und Sicherheitsschuhe an und mein Poloshirt und renne durch die Fertigung. Ja, an anderen Tagen sitze ich im Q1 auf einer der oberen Etagen und da haben wir irgendwie Meetings zum Thema Strategie. Das ist sehr divers. Mein Name ist Sebastian Klemm. Ich arbeite bei ThyssenKrupp im Geschäftsbereich Components Technology. Im Bereich Components Technology machen wir hauptsächlich Komponenten für die Automobilindustrie und wir haben auch noch die etwas schwereren Komponenten, also für den Bereich Windkraft bzw. Baumaschinen. Wir haben im Team Leute, die kommen aus der Fertigung, die kommen aus den Fertigungsstandorten und auf der anderen Seite haben wir Datenanalysten, die haben am CERN gearbeitet. Alle in einem Team, alle in einem Büro. Das ist schon eine tolle Kombination. Wir reden gemeinsam darüber, wie können wir Prozesse in der Fertigung verbessern und gleichzeitig, was tun wir mit den Daten. Daten und Prozesse, die werden immer stärker miteinander verwoben werden. Und das ist eine tolle Kombination, die wir haben. Die Shopfloor-Nähe und halt, ich sag mal, das, was die Digitalisierung jetzt bietet. Also ein Großkonzern ist natürlich deswegen interessant, weil er globale Standorte hat, weil es die Möglichkeit zu internationalen Erfahrungen gibt. Es gibt ganz viele Funktionen, verschiedene Geschäftsbereiche. Dabei wagen wir uns auch in neue Geschäftsbereiche. Unsere Innovation Garage beispielsweise hat kleine Start-up-ähnliche Ideen hervorgebracht, die jetzt auch vermarktet werden. Im Bereich der Digitalisierung arbeiten wir sehr cross-funktional über die verschiedenen Geschäftsbereiche und Funktionen hinweg. Ich glaube, das Unternehmen wird entscheidend durch die Mitarbeiter bestimmt und gestaltet. Und da hatte ich wirklich ganz großartige Erfahrungen gemacht. Wir haben hier keine Einzelerfolge, wir feiern nur Teamerfolge. Da arbeiten tue ich sehr gerne hier. Und bin auch hier hingezogen. Man kann hier unheimlich viele Dinge machen. Ich habe zwei Kinder. Wir haben eine Jahreskarte fürs Legoland. Das ist wirklich eine große Metropole hier, die unglaublich viel bietet. Viele Zoos. Man ist auch zügig in der Natur. Wenn man das mag, was ich tue, dann ist das hier wirklich toll.